Science Slam. Der Weltraum. Unendliche Welten. Wir alle haben wahrscheinlich irgendwann mal Star Trek gesehen und kennen diesen Satz natürlich aus der Serie. Und ich habe das früher auch immer geguckt. Jeden Abend, wenn mein Vater dann von der Arbeit wiedergekommen ist und sich eigentlich nur entspannen wollte, hat er sich aufs Sofa gesetzt, den Fernseher angemacht und Star Trek angeschaut. Und ich war ziemlich neugierig, also habe ich mich dazugesetzt und habe total gestaunt, welche Abenteuer Captain Kirk und seine Crew der Enterprise alles erleben. Das hat mich total fasziniert, weil diese Bilder waren einfach unglaublich cool von den ganzen neuen Welten und Außerirdischen, die getroffen haben. Also habe ich angefangen, meinen Vater mit Fragen zu nerven. Was wäre, wenn wir Außerirdische treffen? Oder könnten wir in 50 Jahren auf dem Mars leben? Oder denkst du, wir schaffen es, einen Warp-Antrieb zu bauen? Oder was ist eigentlich hinter einem schwarzen Loch? Mein Vater, der eigentlich nur seinen Feierabend genießen wollte, konnte mir diese Fragen natürlich nicht beantworten. Das hat mich aber nicht weiter gestört, sondern mich eigentlich immer mehr darin bestärkt, dass ich mich damit beschäftigen wollte. Das habe ich dann angefangen mit der Astronomie. Und bin über die Astronomie zur Astroteilchenphysik gekommen und über die Astroteilchenphysik bin ich dann bei einem Praktikum am CERN. Das ist das Europäische Kernforschungszentrum in der Schweiz. Dort steht der größte Beschleuniger der Welt. Und dort habe ich mich dann entschieden, Teilchenphysik zu machen und daher auch Physik zu studieren. Die Reaktionen darauf waren ziemlich geteilt. Auf der einen Seite waren Menschen, die meinten, oh ja, voll cool, mach das auf jeden Fall, das ist richtig spannend. Auf der anderen Seite haben aber auch viele gesagt, so, willst du das wirklich? Also ich habe Physik hier abgewählt oder ist das nicht eher ein Jungenfach, mach doch lieber was anderes. Ich habe es aber doch gemacht und ja, jetzt stehe ich gerade am Beginn meiner Masterarbeit. Wie wählt man so eine Arbeit denn eigentlich aus? Da macht man sich halt erstmal Gedanken, was interessiert mich? Und mich haben diese ganzen Fragen, die ich mir schon als Kind gestellt habe, die haben mich einfach nicht mehr losgelassen. Ich wollte wissen, was in unserem Universum existiert und was sich dahinter verbirgt. Und was kennen wir denn überhaupt vom Universum? Stellt sich raus, das ist gar nicht mal so viel bisher. Wir kennen genau 5%. Von dem Rest haben wir so eine grobe Idee, aber eigentlich keine Ahnung, was sich dahinter genau verbirgt. Wir können sagen, dass das eine dunkle Energie sein soll, das andere dunkle Materie, aber wir kennen die Eigenschaften davon nicht. Und das ist ein Riesenproblem in der Physik, weil wir uns ja zum Ziel gesetzt haben, das Universum zu verstehen. Und deswegen ist es für uns immens wichtig, dass wir auch diese Puzzleteile, die uns noch fehlen, um das Universum zu beschreiben, dann auch mal beantworten können. Eines dieser Puzzleteile, das ist die dunkle Materie. Und die dunkle Materie, das macht etwa ein Viertel aus des Universums. Und die ist unglaublich interessant für die Teilchenphysik, weil man kann auch dazu Experimente machen. In der Teilchenphysik, da haben wir, wissen wir zwei Sachen bisher. Und zwar auf der einen Seite wissen wir, dass diese dunkle Materie, die ist eigentlich im gesamten Universum vorhanden. Aber wir wissen auch, dass wir sie nur indirekt beobachten können, weil sie nicht mit dem uns Bekannten interagiert. Wir können uns das so vorstellen, als sind wir mit der Enterprise unterwegs. Wir, das sind die normale Materie des Universums, also die Materie, die wir bisher kennen, und treffen auf eine außerirdische Zivilisation, die wir die dunkle Materie nennen. Und wir können uns einfach nicht mit denen verständigen. Die sprechen eine andere Sprache und wir können sie nicht verstehen. Jetzt hat man aber die Idee, was wäre, wenn wir einen Übersetzer finden, also so ein Teilchen, was zwischen unserer dunklen Materie und dem Standardmodell der Teilchenphysik, also unserer normalen Materie, hin und her wechselwirkt und damit das Ganze übersetzt. Wenn wir so etwas finden könnten, könnten wir uns auch um die dunkle Materie kümmern und die entschlüsseln und das würde uns natürlich viel helfen. Diese Idee ist jetzt aber nicht gerade neu und bisher haben wir da auch noch nichts zu gefunden. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum machen wir das eigentlich? Also warum haben wir noch nichts gefunden? Nun, wir wissen alle, in der Physik gibt es nicht allzu viele Frauen. Und wir alle wissen auch von daheim, dass Frauen besser im Suchen sind, weil nichts ist wirklich verloren, solange es Mutti nicht mehr wiederfinden kann. Und das bedeutet halt vielleicht liegt es einfach daran, dass noch nicht Frauen danach gesucht haben. Der wahre Grund ist aber eher ein anderes Problem. Es gibt viel zu viele verschiedene Modelle für dunkle Materie, als dass man die alle auf einmal ausschließen könnte. Wir müssen uns jedes Modell angucken, es überprüfen und dann beantworten, ob wir es ausschließen können oder nicht. Und das kostet natürlich viel, viel Zeit. Und deswegen hat man bisher auch noch nichts gefunden.
Wie wählt man sich denn ein interessantes Modell aus? Man sucht nach Hinweisen. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn man früher mit seinem kleinen Geschwisterkind auf den Spielplatz gegangen ist und das dann meinte, hey, guck mal, ich kann den Salto von der Schaukel runter machen. Sagt man natürlich erstmal, nee, glaube ich dir nicht. Wenn dann aber irgendwann die beste Freundin vorbeikommt und sagt, hey, ich habe es gesehen, die kann das wirklich, da geht man dann vielleicht doch mal hin und ist neugierig und schaut sich das mal an. Und genauso ist es in der Physik auch. Wir suchen nach Hinweisen und wenn irgendein Hinweis auf ein Modell auftaucht, dann wird das natürlich umso interessanter, weil es wahrscheinlicher ist. Mein Modell nennt sich X17. Der Name ist unglaublich kreativ. Das X steht für unbekannt. Das ist genau dasselbe Ding, was uns früher in der Matheunterricht auch immer Probleme bereitet hat. Und die 17 steht einfach nur für die Masse des Teilchens. Wir können sie nicht sehen, also kategorisieren wir sie nach der Masse. Was hat bei mir den Ausschlag dafür gegeben? Das waren die lieben Leute aus der Atomphysik, haben ein paar Experimente mit Atomen gemacht und ein Signal gefunden, was sie diesem X17 zugeordnet haben. Und weil das Signal nicht nur bei einem Atom aufgetaucht ist, sondern bei vielen verschiedenen Atomen aufgetaucht ist, hat man sich gedacht, hey, da könnte ja was dran sein. Vielleicht ist das ja wirklich das Teilchen dieser Übersetzer, den wir suchen. Und deswegen suche ich jetzt danach. Wie macht man sowas? Man kann dieses Teilchen nicht einfach erzeugen, man sieht es ja nicht direkt und diese Teilchen existieren auch nicht so lange. Das heißt, man kann auch nicht einfach irgendwie im Universum halt einfach ein paar Teilchen sammeln gehen. Das heißt, wir brauchen Energie, um diese Teilchen zu produzieren. Denn wie Einstein schon gesagt hat, ist Energie gleich Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat. Also können wir Energie in Materie umwandeln. Wir müssen das aber nicht nur einmal machen, sondern mehrfach, weil leider sind diese Prozesse, die wir uns in der Teilchenphysik anschauen, dem Zufall unterlegen und das bedeutet, dass die interessanten Prozesse leider nur sehr, sehr selten auftreten. Dadurch, dass das halt so selten auftritt, gehen wir an einen Ort, wo man das sehr, sehr viel produzieren kann und das ist ein Beschleuniger. Mein Experiment nennt sich BEST3 und steht in China. Und natürlich ist es jetzt so, dass man dank Corona nicht einfach rüberfliegen kann und sich die Daten holen kann. Das würde ich sowieso nicht empfehlen, weil der Zoll findet es nicht so gut, wenn man haufenweise Festplatten mit sich rumschleppt. Sondern man macht das Ganze digital über Großrechner und wenn man einmal die chinesische Bürokratie überstanden hat und die ganzen Formulare, die es leider nur auf Chinesisch gibt, dann geht das auch ganz gut. Wie suchen wir denn jetzt danach? Nun, stellen wir uns vor, wir sind bei Captain Kirk, es ist das Jahr 2237 und wir sind auf dessen Kindergeburtstag eingeladen. Und wie auf jedem coolen Kindergeburtstag gibt man einfach das Geschenk nicht so einfach rüber, sondern man spielt Topfschlagen. Das heißt, wir verbinden also Kirk die Augen, drücken ihm einen Kochlöffel in der Hand, haben den Topf mit dem Geschenk irgendwo hingestellt, uns versteckt und stehen alle drumherum, rufen heiß oder kalt, um ihm die Richtung anzuzeigen. Unser Topf, in dem das Geschenk liegt, ist unser X17, nach dem wir suchen. Die Augen sind natürlich verbunden, weil wir können ja auch die dunkle Materie nicht einfach sehen. Und mit dem Kochlöffel erhebt Kirk Daten und von den Detektoren bekommt er Hinweisen. Das alles klingt erstmal schön und gut und auch einfach. Allerdings ist es so, dass der Raum, in dem wir uns befinden, der ist einfach riesig groß. Das würde Stunden, wenn nicht sogar Tage dauern, um den zu durchsuchen. Was machen wir also? Wir sind ja nicht blöd, beziehungsweise Kirk ist nicht blöd. Er kennt ja das Haus und weiß, wo vielleicht was versteckt sein könnte. Er überlegt sich, okay, mein Geschenk könnte so und so groß sein. Und damit muss der Topf so und so groß sein und damit bieten sich die und die Orte an. Und so eine ähnliche Überlegung treffen wir in der Physik auch. Wir überlegen uns, wie könnte unser Signal aussehen. Dazu schreiben wir eine Monte-Carlo-Simulation, so nennen wir das Ganze, und überprüfen dann später mit unseren Daten, ob unsere Idee von unserem Modell, also unsere Simulation, mit den Daten übereinstimmt. Genau sowas macht Kirk sich auch, überlegt sich, okay, das ist der wahrscheinlichste Ort, da gucke ich jetzt mal nach und geht dann halt suchen, während er von seinem Detektor, also seinen Freunden, Hinweise bekommt, ob das Ganze stimmt oder nicht. Und wenn das Ganze stimmt und Kirk dann sein Geschenk gefunden hat und wir dann auch hoffentlich unser X17 gefunden hat, dann gibt es eine riesengroße Party, bei der alle Physiker dann mitfeiern werden und zu der sind sie dann auch herzlich eingeladen, wenn Kirk sich dann wieder auf in sein Raumschiff macht und weitere Abenteuer besteht. Vielen Dank.